Herzlich willkommen zurück zu Andertings wunderbare Welt der Fotografie. Heute mal wieder zum Themenbereich Bildbesprechung. Und ihr merkt schon an meinem goldenen Sakko, es geht um das Foto hier aus dem Chucky-Buch mit dem goldenen Anzug und dem Pilotenhelm. Und das wollen wir uns mal ein bisschen genauer anschauen, was da passiert ist. Und zwar, erstmal fällt natürlich auf, sehr symmetrisch. Chucky steht hier wirklich ganz gerade im Bild. Und die Sonne steht ein bisschen daneben. Die macht hier die Diagonale so rüber. Geht aber genau hier auch am Bein entlang, was ich ganz cool finde. Ja, man hätte natürlich auch warten können, dass die Sonne quasi im Zenit über dem steht. Denn wäre der Schatten auch geradeaus runtergegangen, was auch ganz hübsch wäre, gebe ich absolut zu. Aber ich finde es so auch gut und irgendwie hatte ich vielleicht auch einfach keinen Bock zu warten oder Chucky war heiß in dem Anzug, was ich auch vermute. Was auch immer der Grund war, wir fanden es gut so und haben es so gelassen, so ein bisschen schräg. Was ja eben auch ganz cool ist, hier haben wir das und hier haben wir die beiden Häuserdiagonalen noch, die auch so schräg hochgehen. Ach komm, hier. Ich am Zeichnen. Die auch hier so schräg hochgehen und dann hier unten die beiden Linien noch im Haus. Okay, das läuft also alles auf so ein Trapez hin, wo Chucky genau drin steht. Ja? Gut, das finde ich eigentlich alles ziemlich cool. Was fällt sonst auf an dem Bild? Wir haben nur zwei Farben. Wir haben Gold und wir haben Blau. Gold von dem Anzug, die Schuhe, auch die Lippen haben wir so leicht mit so einem Goldglanzschimmer gemacht. Natürlich kommt die Haut dann ein bisschen durch. Das darf auch ruhig, das sollen ja nach wie vor Lippen sein. Sind ja auch sehr klein im Bild, aber ich finde es prima so. Also wir haben eigentlich nur Gold drin, bei ihr vom Styling. Alles andere ist neutral oder der blaue Himmel. Gut, Gold und blauer Himmel ist ziemlich komplementär. Das knallt also ziemlich und das finde ich auch gut. Ja, was fällt noch auf? Sonst haben wir Schmuck weggelassen, den trage ich ja hier, finde ich auch übrigens witzig. Das ist die einzige goldene Uhr, die ich hatte, das ist eine Damenuhr, offensichtlich mit so einem Armband hier, das schlackert so richtig. Keine Ahnung, welche Walküren das tragen sollen, aber ich finde es auch ganz lustig. So, sowas kaufe ich immer, wenn ich sowas finde. Cool. Dann haben wir hier bei dem Bild eine sehr starke Haltung. Beine leicht breitbeinig und die Arme in den Seiten. Auch alles symmetrisch und den Kopf ganz leicht aus der Symmetrie. Und wieder mal das Kinn leicht oben, um diesen Touch auch ganz, keine Ahnung, was soll das für eine Geschichte erzählen? Pilotin gerade gelandet oder was vom Outer Space? Ist ja auch gaga. Aber deshalb ist es ja auch witzig. Okay, für mich jedenfalls. Ja? Für meine Art von Humor teilen wahrscheinlich nicht alle, aber das ist mir egal, relativ. Gut, dann lebt das natürlich vom Kontrast, vom ganz hohen Kontrast. Wir haben eine Gegenlichtaufnahme, wo die Sonne direkt im Bild ist. Und die ist unterbelichtet. Normalerweise sind die eher überbelichtet. Die Kameras neigen zwar dazu zuzumachen, aber irgendwann geht das nicht mehr, weil so viel Licht reinkommt. Okay? So hier, wenn die Blende schon zu ist, Verschluss geht nicht kürzer als ein 200stel, weil wir ja blitzen wollen. Und 200stel Synchronzeit ist dann Schluss mit Blitzen. Also 200stel Blende schon ganz zu. Wie kriegen wir es noch dünkler? ISO ist auch schon ganz unten. Polfilter noch davor geben. Haben wir nochmal 1,5 Blenden nach unten gewonnen. So, und jetzt ist wirklich schon richtig finster. Aber jetzt braucht man eine Blitzanlage, die richtig Power hat. Okay? Gut, ich habe da so eine Kompakt-Blitzanlage für draußen. Nicht die kleinen, die jetzt sehr stark verbreitet sind, die auch ganz toll sind, die ihre Berechtigung haben, sondern die hat wirklich Power. Die hat 1200 Wattsekunden, Joule. Okay, da kommt richtig was raus. Und um das Ganze noch zu steigern, gibt es hier solche großen Reflektoren. Da wird auch der Ton dann lauter. Die bündeln alles, nicht nur Licht. Okay, und sowas hier bringt eine Menge. Da kommen 2 Blenden mehr raus als von so einem normalen Reflektor. Das bündelt allerdings das Licht natürlich sehr stark nach vorne und ist das. Das wird wirklich sehr stark nach vorne komprimiert, also gebündelt sozusagen. Wir brauchen es aber ja auch nur auf Chuck und auf dem Boden. Und dann ist auch wieder gut. Okay, und der kostet eben 170 Euro und bringt 2 Blenden mehr. Wenn ihr überlegt, was die doppelte Leistung kostet, dann müsst ihr noch ein Gerät kaufen, was genauso teuer ist wie das erste. Und dann noch 2, damit ihr 4 habt, für 2 Blenden mehr.
Also müsstet ihr 4 Blitze aufstellen statt einem, um 2 Blenden mehr zu kriegen. Das kostet eine Menge Kohle und ihr habt nicht mehr einen Kopf, sondern ihr müsst die schon ganz dicht nebeneinander stellen, damit die Köpfe wie einer wirken. Okay? Also das macht absolut Sinn, auch mal über andere Reflektoren nachzudenken, wenn die richtig stark bündeln können oder irgendwelche anderen Vorteile haben. Da reden wir noch ein andermal drüber, über Lichtformer. Gut, ansonsten glaube ich, war es das schon so ziemlich wieder mal. Also ihr braucht eine wirklich starke Blitzanlage, um sowas machen zu können, gegen die Sonne tagsüber fotografieren zu können, wo ihr wirklich wollt, dass es hinten richtig finster wird und dann vorne noch aufblitzen wollt. Und relativ weit weg seid, ja. Der stand natürlich genau zentral hinter mir und macht den Schatten hier hinter Chucky genau zentral hinter ihr, was ja wieder cool ist. Dass der andere dann da vorne weggeht, das haben wir schon besprochen. Gut, alles andere, den Pilotenhelm, ja, den habe ich von einem befreundeten Piloten geschenkt bekommen. Also, wo der den her hat, weiß ich nicht, irgendwo deutsche Luftwaffe oder so, alles gut. Das ist prima Accessoire, hat natürlich nicht jeder, kriegt man nicht so einfach. Aber dieses goldene Visier ist natürlich cool für sowas. Und den goldenen Anzug, den habe ich mal für 2 Euro von auf dem Flohmarkt gekauft. Ich glaube, die waren total froh, dass sie den los waren. Egal, wie wenig einer dafür gezahlt hat. Meine goldene Jacke war viel teurer. So, das war es dann mal wieder für heute. Ich hoffe, es hat euch was gebracht. Und ansonsten freuen wir uns natürlich wieder mal über einen Daumen hoch. Klar. Und freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid, wenn es wieder heißt, die wunderbare Welt der Fotografie. Tschüss!